So, da bin ich wieder. Habe ich jetzt geschlafen? Ja, ich habe gepennt. Schnappen wir uns hier wieder die Erde. Ja, beim Berberdorf ist mir gerade eingefallen, gibt es ja zwei Höhlen. Dort können wir also zwei Mineneingänge oder Minen bauen. Mal sehen, ob die beiden Höhlen miteinander verbunden sind oder nicht. Das wird da noch interessant. Und dann ist mir halt eingefallen, weil es ja beim Berberdorf. Oh, Schweine, hole ich mir mal. Dann können wir einen kleinen Imbiss nehmen. Weil es eben beim Berberdorf die. Der sieht ja auch interessant aus, der Berg. Da klettern wir gleich rauf. Aber erst holen wir uns noch ein bisschen Wolle. Danke. So. So. Leder haben wir auch. Sehr schön. Dann sollte ich bald meine Rüstungsteile wieder aufbessern können. So, und. So. Ja, kraxeln wir erstmal auf den Berg. Da hinten ist noch ein schöner Wasserfall. Was ja auch schön, die Gegend hier. Ich hoffe, es klappt jetzt mit dem Ton, dass also das Mikro nicht allzu viel anders sitzt als im ersten Teil der Aufnahme. So. Oh, geil. Schaut euch das mal an. Ist ja irre. Ist ja irre. Richtig schöner großer Bogen. Da kommt bestimmt was rauf. Da machen wir was. Zumindest werden wir von da oben erstmal die Aussicht genießen. Das sieht ja hier irre aus. Also die neuen Chunks. Halleluja. So, ich werde jetzt erstmal hier. Zack, Schnitzelchen nehmen, das Bett wegräumen. Ihr seht, Rechtsklick, so kann ich die Schnitzel nicht essen. Ich muss sie teilen, dass ich nur eins habe, dann kann ich es essen. So. Und sogar ein Lavafall. Wow. Irre. So, Dengel, Dengel, Dengel. Geil. Also hier bauen wir auf jeden Fall irgendwas rauf. Oh, Leute. Das bietet sich ja an. Was weiß ich, hier sowas zu machen wie Minas Tirith oder sowas in der Art. Also hier so ein großer Turm oder Festungsanlage, schmale Brücke dann zum Land hin. Wow. Und da oben tobt ein Schaf rum. Auf dem schwebenden Teil. Ich fasse es ja nicht. Geil. Das da hinten sieht aus wie eine große Höhle. Boah, Leute, guckt euch das hier mal an. Ist das irre? Der Wahnsinn, oder? Sehen wir mal zu, dass wir hier richtig on top kommen. Da müssten wir selber ein bisschen noch nachhelfen. So eine kleine Kletterhilfe. Zack, zack. Hüpfli-hüpf. Und, oh ja, da lang sieht es ja auch interessant aus. Auch nochmal eine schöne Bucht. So, den Teil hier, den. Ja, der, ja, bricht nicht weg. Doch, jetzt geht er ab. So. Gewarnquelle beseitigt. Aber das Ding da sieht ja mal auch außergewöhnlich aus. Und da hinten sehe ich wieder schöne Lehmfundstellen. Klasse. Also ich bin ja hin und weg. Da haben wir ja noch für mindestens, wenn nicht gar, Folgen interessante Stellen, wo man was machen kann. Da oben die beiden Berge, Berggipfel, die schreien ja gerade danach, geradezu danach von mit einer Brücke verbunden zu werden. So, ich muss jetzt erstmal sehen, dass ich hier wieder runterkomme, ohne mir die Knochen zu brechen. Das ist ja wow. Wahnsinn. Geil. Södale. Zack. Und dann sehen wir zu, dass wir hier hochkommen. Das geht ja auch noch recht flüssig hier. Zack, 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 zack. Da oben wird es dann ein bisschen schwieriger. Aber. Hüppli hüpf, hüppli hüpf, hüppli hüpf. Zack. Kleine Kletterhilfe. Und weiter wird gehüppelt die hüpft.
Aha. Hier auch noch mal vielleicht ein Höhleneingang oder sowas. Aha. Da ist Felsen hinterm Sand. schönes Duett von Ulla Meinecke. Ich weiß nicht, mit wem zusammen. Ich glaube, mit Herwig Mitteregger. Da ist Feuer unterm Eis. Ah, fällt mir dazu gerade ein. Wow. Geil. Guckt euch das an. Was für eine Landschaft hier. Genial. Da hinten nochmal eine schöne Bucht. Hier die beiden Berge. Fast schon hier verbunden. Da ein Lavafall. Geil. Geil sieht das aus. Also, ich kann es immer nur wiederholen. Es gibt keine schlechten. Wow. Minecraft-Maps. Also selbst wenn man vielleicht am Anfang einen dummen Seed erwischt hat, aber das ist hier jetzt alles auf einer Map generiert worden mit einem Seed aus der 1.3, glaube ich. Da habe ich angefangen. 1.2, 1.3, sowas in der Größenordnung. Guckt euch das an. Da unten nochmal ein schöner See mit Sand. Abgeschirmt hier zur Bucht hin mit einer Bergkette. Irre. Schöner riesiger Wald hier, urwaldmäßig. Wahnsinn. So, also die Berge hier sehen wir ja eh so auf der Karte. Da nochmal ein schöner riesiger Wasserfall an einem riesigen Berg. Eieiei. Oh. Und ich bin hier jetzt mal ganz vorsichtig. Wer nicht schwindelfrei ist, sollte jetzt mal ein bisschen vorspulen oder sollte eigentlich schon die ganze Zeit immer wieder vorspulen. Guckt euch das an. Ist das nicht irre? Geil. So, dann wollen wir hier mal wieder runter, um zu sehen, dass wir weiterkommen mit der Entdeckungstour. Wisst ihr was? Ich brauchte doch noch ein bisschen Kohle. Und, wie spät ist es? Naja, nicht mehr allzu lange wird es hell sein. Deswegen hier wieder. Na, das ist die Sache mit dem Gras. Ich kann da nicht einfach eine Fackel hinsetzen, sondern muss erst das Gras wegklopfen. Hat halt alles so seine Vor- und Nachteile. So, aber ich hole mir erstmal hier Kohle aus der Wand. Ein bisschen brauche ich nämlich wieder für neue Fackeln. Dann und mal sehen, wie lange ich hier brauche. Vielleicht wird das nämlich auch gleich ein Nachtquartier. Und dann werde ich die Aufnahme bzw. die Folge hier erstmal beenden. Und jo, schön viel Kohle. Na, haben wir hier eingesackt. Ja, dann werde ich nämlich die Folge hier erstmal beenden. Richte mich darauf ein. Ja gut, da haben wir noch Zeit. Aber dann nutzen wir die doch einfach mal, um uns hier noch ein bisschen umzuschauen. Da ist nichts weiter. Und da geht's in Höhle runter und die schauen wir uns jetzt noch ein bisschen an. Das geht ja hier auch richtig schön abwärts. Kein Wunder, wir sind ja hier im Berg und wir müssen erstmal auf das Nullniveau runter, aber hier ist dann Schluss. Okay. Das war das soweit. Zack, zack, zack. Hübbeli hüpf. Hobbeli die Katz. Wieder hoch. Ja. Also, mit diesem prachtvollen Ausblick. Ups, nicht die Fackel dazwischen fallen lassen. Ja, mit diesem prachtvollen Ausblick verabschiede ich mich erstmal von euch. Wir machen im nächsten Teil dann weiter mit der Erkundung, dass wir hier hoffentlich noch mehr so eine schönen Sachen entdecken und uns dann für später auch vormerken können. Mal sehen, was da noch uns zukommt. Bis dahin, adieu mit Ö. Guten Morgen. Es geht weiter. Ja, die letzte Folge habe ich einfach mal geteilt, beziehungsweise die letzten 10 Minuten dann in diese Folge hier übernommen.
Ja, gut, halbe Stunde reicht doch eigentlich. Ne? Und ja, wir sind hier in dieser fantastischen Landschaft, die wir ja gestern entdeckt haben. Und ja, meine Stimme ist vielleicht ein bisschen rauer und ein bisschen tiefer als sonst. Das liegt einfach daran, dass ich heute einfach mal am Morgen aufnehme. Ich muss mir das nachher mal anhören, wenn ich mich selber hier so sprechen höre. Hört sich das richtig so an, als ob da unten im Keller ein paar große Murmeln rummurmeln? So tief rollt da unten der Bass. Also, ein Tipp gerade an die Jüngeren. Scheibe. Entschuldigung. Also, ein Tipp gerade an die jüngeren Let's Player. Wenn ihr eure Stimme etwas tiefer haben wollt, macht eure Aufnahmen am Morgen. Ah? Andernfalls müsst ihr darauf warten, dass er noch ein zweites Mal durch den Stimmbruch durchrutscht. Kann natürlich auch passieren, dauert dann aber ein bisschen immer, bis die Haare von den Handflächen verschwunden sind. Na, ihr versteht, was ich meine. Ja, weiter hier mit Minecraft. Dings, was ist mir gestern aufgefallen? Ja, Simpsons Reloaded hat sich eingemischt mit vielen Kommentaren auch. Und gerade zu den älteren Folgen, ich habe da mal mit geguckt, reingelesen, weil mich das natürlich auch interessiert. Gerade wenn jemand die älteren Folgen sich nochmal anguckt und dazu kommentiert, Daumen hoch dafür. Auch mir ist beim Reingucken in die alten Folgen, ja, nochmal ein bisschen Wehmut, gekommen an die guten alten Zeiten. Das heißt, die Zeiten, wo ich da mit 30 Abonnenten rumgekribbelt bin, die waren ja nicht unbedingt so gut, aber man kann auf jeden Fall mit Wehmut dran denken. Das geht ja bei alten Zeiten immer. Und ja, es wird also dann auch Zeit, dass ich mich auf die Zeitraffer-Videos stürze. Dazu werde ich kommen, wenn ich erstmal rausgefunden habe, wo das Schwein hier hingeplumpst ist. Nochmal ein unterirdischer Pool. Da badet sich das besonders schön. Und ja, Zeitraffer-Videos. Da habe ich noch nicht so richtig den Absprung gefunden. Je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr sammelt sich da an Ideen. Aber die Reihe mit den Trackmania-Regie-Kommentaren, die nähert sich bald ihrem Ende. Da hinten haben wir noch Lehm. Die Stelle werde ich mir auch markieren. Die Reihe mit den TM-Trackmania-Regie-Kommentaren, die nähert sich ihrem Ende. Da sind noch zwei Videos offen, die ich zwar schon hochgeladen habe, aber noch nicht veröffentlicht habe. Und an diese Reihe TM-Regie-Kommentar werden dann auch die Folgen zum 100-Abonnenten-Special rangehängt. Da habe ich ja auch über ein Trackmania-Videoprojekt berichtet, das leider nicht umgesetzt wurde, nicht vollständig umgesetzt wurde, aber alleine das nicht veröffentlichte Material zu diesem Projekt waren rund 40 Minuten. Ja. Und wir werden hier jetzt zusehen, dass wir so langsam wieder in die Richtung kommen, wo unsere Hütte steht. War auch nochmal eine schöne Ecke. Hier mit diesem Flusstal, dem ausgetrockneten, was hier so direkt dann auch tatsächlich durchgeht. Hier mit dem Gras sieht das direkt so aus wie so eine Sumpflandschaft, so eine Marsch nennt man das, glaube ich, in Norddeutschland. Also hat schon was hier die Landschaft, auf jeden Fall. Meine alte Devise wieder bewahrheitet, es gibt keine schlechten Minecraft-Maps. Ja. Kommen wir da hoch? Nee, dann versuchen wir mal hier hochzukommen. Bisschen im Zickzack. Und eine kleine Kletterhilfe. So. Da haben wir es also. Da hinten ist noch mehr Lehm. Schön, 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 schön. Den werde ich mir alles holen, wenn wir diese Gegend hier erschließen. Was haben wir hier? Ein tiefes Loch. Na, das machen wir mal zu, bevor da jemand reinfällt. Mindestens so ein bisschen. Ja, ein bisschen Erde muss ich mir ja noch übrig behalten, damit ich mir nochmal nächtens mein Bettchen bauen kann. Zack. Ja.
Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, DM-Regie-Kommentar. Die Reihe wird also demnächst vollständig sein. Dann wird eben auch das Videomaterial zu Projekt South Park, was ich als 100-Abonnenten-Special veröffentlicht habe, das wird dann in diese Playlist auch mit aufgenommen. Ich glaube, ich bin der einzige Let's Player oder YouTuber überhaupt, der für sein 100-Abonnenten-Special eine eigene Playlist hat. Das 100-Abonnenten-Special aus 4 Teilen besteht. Ach, naja. Wer lang hat, lässt lang hängen, heißt es ja schon schön. Ne? Ihr wisst Bescheid. Ja, und dann kann ich mich an die Zeitraffer-Videos ranmachen. Ich möchte halt nicht zu viele Sachen gleichzeitig machen, dass man sich da verzettelt und mit nix so richtig vorwärts kommt, letzten Endes. Hier haben wir nochmal schöne kleine Bucht hier. Auch sehr reizvoll. Und da haben wir wieder mal einen Tintenfisch. Wo der hergekommen ist, weiß ich nicht. Ach, da ist ja so ein kleiner. Und da hinten sehe ich eine kleine Höhle. Schauen wir mal da rein. Kleine Höhlen können wir ja auf dieser Tour einfach mal so mitnehmen. Mal sehen, was sich da drunter verbirgt. Ja. Erstmal hier den Sand wegnehmen. Ah ja, da haben wir also einen ganz normalen Pool hier unter Wasser, unterirdisch. Naja, ein Pool, das ist schon fast eine Schwimmhalle hier. Wenn auch nicht von olympischen Ausmaßen, aber. Na. Oh, hier muss ich aufpassen. So. Zack, holen wir mal auch hier den Sand runter. Nicht, dass ich da später noch jemand verletzt. Ringel, Dengel, Dengel. Schönen Sandstein haben wir hier auch. Das ist ja alles dabei. Ja, und oh, da haben wir sogar noch Lehm. Klasse, die Stelle markieren wir uns auch gleich wieder. Sieht so aus, als ob in den neueren Teilen jetzt gerade wieder mit 1,7 in den neuen Chunks häufiger Lehm vorkommt. Finde ich sehr schön, weil ich Lehm und speziell halt daraus die Ziegelsteine gerne als Baumaterial einsetze. Da hinten haben wir wieder einen hohen Berg. Sehen wir mal zu, dass wir hier irgendwo hochkraxeln können, dass wir wieder ein bisschen Überblick kriegen. Mal wieder so einen unterirdischen Teich. Ja, und Halleluja, so rum. Zur Not tut's auch ein Baum. Mit dem Zeitraffer-Video. Manchmal da ist Norden. In welche Richtung latsche ich denn hier überhaupt? Könnte hinkommen. Ja, mit dem. Ups. Okay. Knochen. Haben wir Knochen dabei? Ja, wir haben Knochen dabei. Dann können wir uns doch wenigstens hier mal für den Rest der Strecke einen Begleiter zulegen, ne? Komm her, Hundchen. Was? Zwei Knochen reichen nicht? Ja, Junge, mehr habe ich nicht auf Tasche. Es tut mir leid. Ja? Und ich jetzt wieder ein Skelett finde, wird das noch ein bisschen dauern. Wird sich halt mit zwei Knochen begnügen müssen. So, hast du nun davon. Darfst du mir nicht nachlaufen. Ja, wenn die Zeitraffer-Serie in Arbeit ist, sage ich mal, dass ich da dran bin, dann wird es auch ein neues Let's Play geben, also dann eher ein klassisches Let's Play, nicht so hier wie Minecraft, allerdings mit ein paar Besonderheiten dran, sonst wäre es ja nicht meins. Was da sein wird, will ich aber noch nicht verraten. Da lasst euch mal schön überraschen. Wie, wird das schon wieder dunkel? Kann doch nicht sein. Entschuldigung. Es wird tatsächlich wieder dunkel. Ich muss jetzt also hier mal sehen. Boah, da haben wir doch wieder schon mal ein irres Teil von Berg.
Hier mit dem Überhang, das sieht ja mal auch wieder grandios aus. So, ich sehe mal zu, dass ich hier irgendwo oben raufkomme. Und ich glaube, hier habe ich genug Platz, um mir mein Bettchen zu bauen. So. Dass ich hier ungestört nächtigen kann. Die Bude, zack, dürfte zu klein sein, dass da irgendwas spawnt. Und zack. Ja, ich hau mich hier mal hin und werde mich dann auch nochmal gleich um meinen Hals kümmern. So, da sind wir wieder. Bettchen eingesammelt. Erde eingesammelt. Und dann schauen wir uns hier erstmal um. Zack, auf halbem Wege nach oben sind wir ja schon. Hübbelihüpf, hübbelihüpf, hübbelihüpf. Nochmal ein schöner Berg. Da haben wir hier einen schönen Überblick über das Wüstengebiet. Zack, zack, zack. Und hoch, hoch, hoch. Da ist Sandstein drunter. Okay. So, was wollte ich noch sagen? Ja, wird also noch ein anderes Let's Play geben. Och, guck mal, was man hier für eine Aussicht hat. Ist das nicht herrlich? Hier dieses riesige Wüstengebiet. Ah, da hinten ist wieder einer meiner Wachtürme. Da sieht man ihn in der Entfernung. Und schauen wir mal, ich glaube, ich müsste dann hier in die Richtung weiter. Eigentlich müsste ich ja fast von hier aus schon den nächsten sehen. Ich habe mir nämlich gestern einfach nochmal eine Karte machen lassen, damit ich also sehe, was ich hier alles entdeckt habe und mich also nicht verlaufen habe. Heile runterkommen. Na, mehr oder weniger Heile reicht auch. So, zack, 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 zack. Und dann schauen wir uns mal weiter hier in die Richtung hin oben. Denn Ziel dieser Aufnahme ist es, die Starthütte zu erreichen, die ich mir hier hinkopiert habe, an die Grenze meines alten Territoriums. Boah, ein Riesenwald hier. Ist das nicht geil? Und da, aha, ich glaube, ich hab's. Juhu, juhu, sehr schön. Ich habe nämlich auch für diese Aufnahme vergessen, den Timer einzuschalten. Also, okay, dann arbeiten wir jetzt hier mal durch. Ich weiß, ich könnte hier die Schere nehmen, aber die hebe ich mir lieber für die Schafe auf. Nicht wahr? Jawohl, da haben wir es doch. Tagesaufgabe gelöst. Wir haben, juhu, da haben wir es, das Starthaus wieder gefunden, was ich hier mir reingesetzt habe, als Orientierungsmarke, damit ich also dann weiß, in welche Richtung es dann von hier aus wieder nach Hause geht. Hier eine ziemlich große Gravelfläche, also an einem schönen See gelegen. Den habe ich natürlich nicht gesehen, als ich das Haus hier rein platziert habe. Aber, also, als ich das Haus hier rein platziert habe, da stand wirklich an der Ecke, bis auf den letzten Block, also hier diese Reihe Gravel, die war noch auf meiner Map drauf. Und dann hier so da lang. Und das hier, dieser wunderschöne See, baumumstanden, die Ebene hier, da hinten Kürbisse, ne, die waren schon drauf auf der Map. Aber halt, das alles hier, der See und so weiter, das war eben nicht drauf. Das ist jetzt neu dazugekommen, neu entdeckt. Und ja, das Häuschen liegt doch hier so was von idyllisch. Ist das nicht fein? Ist das nicht schnuckelig? Ist das nicht herrlich? Das ist Minecraft, Leute. Schön. Ja, ich werde mich also hier jetzt ins Häuschen begeben. Ich habe nämlich auch für diese Aufnahme, wie gesagt, vergessen, den Timer zu starten. Ich glaube aber vom Gefühl her so mit den 10 Minuten aus der letzten Session und der, ja, Pi mal Daumen, Viertelstunde, 20 Minuten,
Kommen wir wieder so auf meine klassische Überlänge. Ne? Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Weiter in der nächsten Folge werden wir an anderer Stelle in der Map weitermachen. Da werde ich euch nämlich die Minecart-Strecke zeigen, die ich vom großen Bootshaus zum Bauernhaus in die Richtung gebaut habe. Dass wir da mal eine Folge machen. Und eventuell auch wieder kurz mal unterirdisch oder so was machen. Schauen wir mal. Und dann werden wir wieder hierhin zurückspringen und weitermachen mit der großen Erkundung. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal von euch und ja, werde mich hier noch ein bisschen in dem Haus umtun. Bisschen Staubwischen und so weiter. Einmal kurz aufräumen und ja, na, man sieht sich, man hört und stört sich. Bis dahin. Adieu mit Ü.